Hier zeige ich, wie ich ein tailliertes Shirt konstruiere. Am Ende des Videos kannst du nach deinen Maßen einen Grundschnitt für ein T-Shirt konstruieren. Darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei Werde Designer. Ich bin Ellie und hier auf diesem Kanal dreht sich alles um Schnittkonstruktion und Abformen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann unterstütze mich gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniere Werde Designer. Aktiviere die kleine Glocke. Und sei gespannt auf die Videos, die in der Zukunft auf dich warten. Du kannst diesen Grundschnitt in dem Maßstab 1:5, 1:2 oder 1:1 zeichnen. Wie du so einen Maßstab ganz einfach selbst machen kannst, zeige ich am Ende des Videos. Ich zeichne eine Waagrechte. Von dieser Waagrechten gehe ich 2 cm nach unten und zeichne eine zweite Waagrechte. Jetzt trage ich die Armlochtiefe die Rückenlänge und die Modelllänge ab. Von diesen Punkten zeichne ich waagrechte Linien. Dann trage ich ein Viertel der Brustweite ab. Von diesem Punkt gehe ich die Hälfte des Armdurchmessers nach rechts und mache mir eine Markierung. Von dieser Markierung zeichne ich eine Senkrechte nach oben. Diese Strecke wird halbiert und geviertelt und ich erhalte den Ärmelpunkt. Zur Halslochbreite addiere ich einen halben Zentimeter und mache eine Markierung. Der Schulterwinkel beträgt 18 Grad. Ich zeichne die Schulter ein, entweder mit einem Geodreieck oder wie gezeigt. Ich gehe 22 cm nach links und 8 cm nach unten. Nun trage ich die Länge ab und zeichne das Armloch wie gezeigt. Die hintere Schulternaht wird parallel 1 bis 2 cm nach oben verschoben. Hier in grün. Die rote Schulter ist die Schulter vom Vorderteil. Dann zeichne ich das hintere Halsloch, wie gezeigt, ein. Der Halsausschnitt muss vorne im rechten Winkel gezeichnet werden. Das Vorderteil zeichne ich an der Taille und an der Hüfte etwas schmäler ein. Der Unterschied an der Taille beträgt 3 cm. Als Zugabe wähle ich 3 cm. Zum Rückenteil gebe ich 1,5 cm zu. Am Vorderteil nehme ich 1,5 cm weg. Jetzt halbiere ich diese Beträge, weil ich nur mit einem Viertelschnitt arbeite. Nun kann ich die Seitennaht einzeichnen. Der Hüftumfang wird halbiert. Am Vorderteil rechne ich einen halben Hüftumfang minus 1,5 cm. Diesen Betrag trage ich nun ab. Am Rückenteil addiere ich 4,5 cm und teile das Maß durch 2. Und trage den entsprechenden Betrag an der Hüftlinie ab. Jetzt kann ich auch die Hüfte einzeichnen. Ich schneide entlang der grünen Schulterlinie. Dann schneide ich das grüne Halsloch aus. Und dann das grüne Armloch
und die grüne Seitennaht. Nun klappe ich das Schnittteil auf und schneide entlang der roten Linie. Bei Oberteilgrundschnitten muss das Verhältnis Vorderlänge zur Rückenlänge optimal sein. Zum Thema optimale Balance habe ich ein extra Video gemacht, was ich hier verlinke. Je größer der Brustumfang, desto größer der Betrag der optimalen Balance. Es ist möglich, einen Abnäher einzuzeichnen. Dann muss aber durchgeschnitten werden und die zwei Teile müssen auseinandergeschoben werden um den roten Betrag. Für gute Passform ist der Einschub in Höhe der Brust wichtig. Wenn du nur unten am Saum den Betrag anstellst, verschiebt sich das ganze Vorderteil. Hierzu kommt ein separates Video, was ich an dieser Stelle verlinken werde. Es gibt die waagrechte Taille und die natürliche Taille. Die waagrechte Taille brauche ich für die Konstruktion. Die natürliche Taille ist die Taille, die das fertige Kleidungsstück haben soll. Die Taille kann nach vorne gesenkt sein oder auch nach hinten. Ich nehme die waagrechte Taille, um die Balance auszurechnen. Ist die Vorderlänge zu lang im Vergleich zur Rückenlänge, muss sie für die Konstruktion gekürzt werden. Wenn die Konstruktion fertig ist, wird sie dann angepasst an die Oberweite. Ist der Rücken stark gewölbt, wird es auch anschließend erst angepasst. Du kannst diesen Grundschnitt in dem Maßstab 1:5, 1:2 oder 1:1 zeichnen. Einen provisorischen Maßstab kannst du ganz einfach selber herstellen. Alle 2 cm mache ich einen Strich. Jeder Strich sind 10 cm, also 10, 20, 30, 40 und so weiter. Hier zum Vergleich das Maßstabslineal. Nun mache ich in der Mitte einen kleineren Strich. Und nun die restlichen Striche. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo. Ciao!